So, Mission 2. Charge the enemy. Das dauert ziemlich lang, bis die Story, die sie da erzählt, und meine Story von meinem Piloten sich irgendwie mal überschneiden. Das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt, aber ich fand es irgendwie nett. Ich mag diese Cutscenes, wie gesagt. Ich finde dieses Minimalistische schön irgendwie. Right after the declaration was made, surprise attacks began around the continent that have inflicted major damage to our armed forces. Forces aligned with Arusha are currently appearing throughout Yuzha. A combination of these forces has overwhelmed the majority of the continent, and they are now encroaching on us in the east. Additionally, the multinational space elevator has been seized by the Arushan military. After the previous war, the space elevator became both a symbol of peace and a valuable asset in the fight against growing energy concerns. Whoever has control of it will have enormous influence over the entire continent. We cannot turn a blind eye to this critical situation. The Fort Grey's Air Base Squadron has been entered into the order of battle to reclaim the elevator as an advance element. First, yay, betrügen! Danke, Volk Crusader. Damit das Glas wieder aufgefüllt. The enemy has deployed several vehicles equipped with anti-air radar along the roads. You are to destroy them. Ich muss kurz warten, bis die Cutscene vorbei ist. However, there is a high Danke fürs Nachfüllen. Cool. If that happens, fight them off swiftly and establish air superiority. So, und jetzt das längst überfällige. Give him the bits! The bits! The bits! The bits! The bits! The bits! Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Cool. Dankeschön für die Bits. Okay. Zweite Mission. Hier wird es jetzt schon ein bisschen interessanter, weil hier haben wir jetzt auch Bodenziele. Und wir können jetzt hier in unserem Skill Tree neue Technologien freischalten. Für die Punkte, die wir in den einzelnen Missionen machen. Das motiviert auch zum Missionen mehrmals spielen oder auf höheren Schwierigkeitsgraden spielen. Das ist echt ganz cool. Aber jetzt sparen wir uns erstmal das Geld, glaube ich. Und ich nehme jetzt sowieso mal eine von den total irren DLC-Maschinen, die total over the top irre sind. Ich meine, guckt euch die Werte an. Das ist der Standardflieger, den man am Anfang hat. Das ist diese eine von den Drohnen quasi, eine von den DLC-Drohnen. Was ist das da eigentlich? Das sagt mir gar nichts, aber ist auch cool. Naja, nehme ich jetzt mal. Hat gleich ganz andere Manövrierfähigkeit. Und ich kann mit dem jetzt sogar nochmal kleine Drohnen losschicken, die für mich kämpfen. Das ist vielleicht fürs Vorführen des Spiels gar nicht so schlecht, dass man so ein bisschen am Anfang mit so einer alten Maschine rumfliegt und jetzt mit so einem High-End-Gerät. Weil, wie man sehen kann, geht das Spiel auch ein bisschen in Richtung Science-Fiction. Ist aber im Großen und Ganzen ist diese Fantasy-Welt schon sehr nah an unserer Welt. Nur eben mit Weltraumlift und echt High-End-Drohnen. Das freut mich, Fallen Crusader. Aber so lange war ich ja auch wieder nicht weg, dass man gleich von einem Comeback redet. Ich war doch nur kurz 2 Wochen im Urlaub. So. Aber ich freue mich echt, also ich finde es super cool, dass ich angefangen habe mit diesem Videospielprojekt im Urlaub. Das hätte ich sonst nie gemacht, wenn ich mir nicht diesen Monat freigenommen hätte. Ah ja, genau, wir haben hier sogar Laserwaffen, was ich super cool finde. Wir sind fast ein bisschen zu schnell, ich muss ein bisschen bremsen hier. Das war ein Haus. Also ein Privatpersonenhaus. Das war keine Absicht. Na super, gut gemacht. Hubschrauber! Enemies barely resisting. This is easy money, so grab it while you can.
Oh, das fliegt sich so anders, das Ding. Das ist so wendig, das ist schon vom Gefühl her, vom Spielgefühl her ganz was anderes für das Chat jetzt gerade. Super cool. Der schießt eine Rakete auf mich. Der traut sich aber. Ich bin gerade versehentlich schon die ganze Zeit auf meinen Drohnen gewesen. Das wollte ich gar nicht. Aber ich aktiviere mal absichtlich eine. Ja, Mini-Drohne. Sehr schön. Leider schießt die nur das Ziel ab, auf die ich die abfeuere und haut dann ab. Schade, es wäre viel cooler, wenn die jetzt einfach da bleiben würden. Aber ist leider nicht so. Der hat gerade eine Rakete auf mich geschossen. Was fällt dem eigentlich ein? Dafür schicke ich meine kleinen Mini-Drohnen. Ah, es ist schon cool. Kleine Mini-Drohnen sind ziemlich mächtig. Dafür habe ich auch nur 18 oder 20 oder 25 Stück am Anfang dabei, so ungefähr. Es ist eh total cool. In dem Spiel haben die immer 100 Raketen in ihrem kleinen Chat. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber... Aber die haben einen Weg gefunden. Das war ziemlich doof von mir. Ich dachte, ich fliege jetzt da voll cool actionmäßig rüber, aber da war ich wohl ein bisschen zu übereifrig. Mit so einem Turm habe ich nicht gerechnet. Ich hoffe, wir haben wirklich einen Kontrollpunkt. Nein, haben wir nicht. Nochmal von vorne. Okay, diesmal bin ich vorsichtiger und vernünftiger. Und erwachsener. Wie sieht eigentlich die Cockpit-Perspektive bei der Drohne aus? Ach so, okay. Irgendwie cool. Das ist wirklich, als würde ich... Ich schaue quasi durch die Kamera der Drohne. Deswegen habe ich kein Cockpit und es ist... Ja, ich meine, warum nicht? Irgendwie cool. So ein komischer Videoeffekt ist da drüber, so ein Filter. Gefällt mir. Und bin schon wieder voll irgendwo reingeflogen. Ich habe das gar nicht gesehen. You died, ja. Das stimmt. So, aber jetzt hat. Komm. Ich würde gerne noch ein paar von den wirklich coolen Leveln vorführen. Und nicht nur die Startlevel. Hier ist auch wirklich so eine, guck, so eine Farbverschiebung irgendwie. Das sieht ganz komisch aus, die anderen Schiffe. Komm mal ein bisschen näher wieder her. Du. Naja, aber cool ist es. Aber trotzdem, ich spiele mal lieber so. Da komme ich besser klar. Ich mache das jetzt ganz vorsichtig. Ich fliege da ganz gemütlich rum, schieße gemütlich meine Raketen und mache keine unnötigen, riskanten Manöver. Alles ganz chillig. Ganz ruhig. Ich glaube, ich muss sogar nur die, die mit TGT markiert sind, wirklich zerstören. Die anderen sind, glaube ich, eher optional. Im Grunde ist das, was ich hier steuere, nämlich Spoiler, Achtung, Spoiler-Alarm, ist, glaube ich, der letzte Endboss in dem Spiel, wenn mich nicht alles täuscht.
so eine super High-End-Monster-Drohne. Aber eigentlich hat die einen viel cooleren Laser als das, was ich hier fliege. Deswegen ist das vielleicht doch nicht so ganz. Das war schon wieder viel gewagter, als ich machen sollte. Wenn es halt so viel Spaß macht. Okay, Achtung, ich schicke meine Drohnen. Die sind zielgenau. Die treffen schon. Oder? Mein Gott, haben die eine Reichweite, die Drohnen. Ich kann die ja über die halbe Map schicken. Dann machen die die Ziele kaputt. Das ist ja cool. Meine Güte, wie viel denn wirklich? 4 Kilometer weit kann ich die schicken. Das ist ja super cool. 5 sogar. Meine Güte. Jetzt verstehe ich, warum die überhaupt so viel besser sind als Raketen. Die Reichweite und die Zielgenauigkeit ist halt irre bei denen. Cool. Rakete ausgewichen. Three Targets. Na, die holen wir uns auch noch. Die haben so keine Chance, mich mit ihren läppischen Raketen zu treffen. Das Ding ist einfach so überpowered. Es ist witzig. Oh oh. Aber jetzt schicken die ihre eigenen Drohnen in die Schlacht. Hi, Ramsey. Ja, Erquid Bird Rider ist am Start. Bloß, dass deren Drohnen jetzt quasi so die primitive Urversion sind von dem Gegner, den ich hier fliegen darf. Durch den DLC. Insofern sind die jämmerlich. Aber jetzt muss ich erstmal noch den echten Piloten da ausschalten. Ich nehme nachher wieder was nicht ganz so überpowered ist. Locker, er sieht wirklich aus wie Miller, nur ohne Sonnenbrille. Genau, die haben jetzt schon, das merkt man aber glaube ich auch beim Zusehen, oder? Dass die Drohnen jetzt hier schon eine ganz andere Manövrierfähigkeit haben, wie die menschlichen Piloten, gegen die wir gekämpft haben. Wir haben jetzt zum Glück eben auch unsere Superdrohne. Aber mit normalen, regulären, blöden Flugzeugen können die schon echt super nervig sein, die Dinger. Hell yeah. Kleine Mini-Drohne, hol ihn dir. Yeah. Ich mag meine Mini-Drohnen, die sind echt super cool. Die coolsten Raketen im Spiel. Ich hoffe, ich stürze nicht ab, während ich den zugucke. Aber es macht schon echt Spaß, den zuzugucken. Eigentlich im Spiel soll das jetzt eigentlich gerade was total Dramatisches sein, dass jetzt diese Drohnen kommen, die beinahe unbesiegbar sind für normale Piloten, weil sie viel zu wendig und zu klein sind. Aber nicht mit unserem übertrieben mächtigen Flugzeug hier. Deswegen nehme ich das in der nächsten Mission jetzt auch wirklich nicht mehr. Das ist sonst ein bisschen zu lame. Aber Spaß macht's schon ziemlich, muss ich schon sagen. Ich versuche den letzten jetzt mal ohne meine Drohnen zu kriegen, weil dann wird schon kniffliger.
Der fliegt jetzt auch hier durch die Wolken. Wolken beeinflussen übrigens nicht nur das Sichtfeld, sondern auch wirklich meine Raketen. Die Reichweite von denen, die Genauigkeit von denen. Aber den haben wir schön erwischt. Man kann übrigens jetzt noch abstürzen und dann ist die Mission wirklich gescheitert. Und man muss wieder von ganz vorn anfangen. Habe ich auf die schmerzhafte Weise gelernt. Tada! Cooles Spiel. Oh ja, das ist wirklich so cool. Also diese Idee einfach, dass man sich hier ein schönes Replay von seinem eigenen Flug anschauen kann, ist einfach cool. Da will ich jetzt auch ein bisschen reinschauen, kurz. Da, die Drohne hier sieht aber schon komisch aus, oder? Ich finde, die ist irgendwie hässlich. Sieht so ein bisschen aus wie Porygon-Pokémon. Ja, wirklich ein bisschen. Naja. Das Ding baue ich jetzt mal in Kerbal Space Program nach, weil ich sehen will, ob das überhaupt fliegen kann. Ist das wirklich aerodynamisch? Naja, doch, hat schon Spannweite. Wird schon gehen. Ui, schön. Aber es ist schon sehr... Ich glaube, wenn ich in Kerbal Space Program Sachen bauen würde, die so wendig sind wie das Ding, würden die sofort in der Mitte auseinanderreißen. Und wahrscheinlich auch in Wirklichkeit. Schön. Naja, machen wir weiter, oder? Vielleicht noch kurz. Man kann sich das Ganze übrigens wenig überraschenderweise auch zum Beispiel in der First Person anschauen, wenn man will. Oder in verschiedenen anderen Kameraperspektiven, die man sich auch selber aussuchen kann. Aber dieser Kameraeffekt, das bei einer Drohne, finde ich echt eine nette Idee. Dass man da nicht nur irgendwie ein Cockpit sieht oder irgendwas, sondern dass die da wirklich einfach so ein Kamerabild, einfach so ein Filter im Grunde über die normale First Person gelegt haben, statt einen Cockpit. Man macht halt bei einer Drohne voll Sinn. Ich finde es gut. Okay, weiter geht's. Ich finde es gut. MiG-29A Fulcrum. Ich frage mich, ob die echte Flugzeuge haben. Die sehen alle sehr echt aus und die echten amerikanischen Flieger heißen doch auch immer F irgendwas. Aber ich frage mich, ob das wirklich 1:1 echte Flugzeuge sind und dann Science-Fiction-Technologie oder ob die nur sehr stark angelehnt sind. Das weiß ich nicht. Da kenne ich mich nicht aus. Oh nein, jetzt können wir, glaube ich, nicht mehr weitermachen, weil das Spiel noch nicht mit der Installation fertig ist. Ich habe es befürchtet, Mensch. Das ärgert mich jetzt, weil jetzt würden erst die coolen Missionen kommen. Aber wir haben jetzt nur die ersten beiden zur Verfügung quasi.
Schade, Mensch. Gerade, wo es interessant wird. Ich glaube, die dritte wäre auch noch so ein bisschen Standard. Die erste war wirklich so Tutorial, jetzt schießen wir mal Bombe ab. Die zweite, da kommt, wir hatten dann zum ersten Mal die Drohnen eingeführt. Die dritte ist dann schon wirklich so ein echter Kampf, aber immer noch recht lame. Und dann geht es eben los mit Kampf im Gewitter, in den Sandsturm tauchen, um da irgendwelche Konvois rauszuschießen. Oder in einem Gebirge quasi, also zwischen so Bergen, in so einem Schacht, in so einem Tal zwischen Bergen, unter der Wolkendecke bleiben, damit dich der Satellit nicht erfassen kann. Lauter so Sachen. Jede Mission wirklich eine coole Idee und ein cooles Szenario. Aber jetzt, glaube ich, dauert uns das zu lange hier mit dem Update, befürchte ich, ne? Mit der Installation. Wie sieht denn aus mit der Installation? Ja, bestimmt. Noch 53 Minuten. Ne. Können wir jetzt nicht warten. Oh, schade. Was machen wir denn dann jetzt noch?